Jetzt Bullet Rang 5 am Ende hier beim Prolog. Bist du zufrieden mit dem Ergebnis? Ja, ich denke, ich habe nicht allzu viel verloren. Ethan Ferner hat gewonnen, ist ein Sprinter. Zweiter, dritter weiß ich nicht. Mats Petersen war auf jeden Fall noch mit dabei und Danny war vor mir. Von daher denke ich mal, ja, ist erstmal eine gute Ausgangslage für die Gesamtwertung, wo ich schon ein kleines Auge drauf lege und ja, schauen wir einfach mal, was in den nächsten Tagen kommt. Die Sprinter vorn, war das ein Sprinter-Prolog? Ja, auf jeden Fall. Knüppelhart. Also, ich glaube, ich bin jetzt 5 Minuten oder 6 Minuten im Ziel und jetzt kommt das Laktat. Also, extrem anspruchsvoll und extrem schwer, ja. Hast du das Rennen irgendwie eingeteilt oder Vollgas ab Rampe? Ja, auf der Rampe durfte man nicht zu viel verlieren. Von daher, die Rampe kam man schon nach 200 Metern am Start. Von daher musste man da voll hoch und ja, schon mal richtig Laktat fressen. Und dann hieß es einfach nur noch Vollgas ins Ziel. Wie ist das? Du hast gesagt, eigentlich eine ganz gute Ausgangslage. Diesmal gibt es keine schwere Bergankunft. Das heißt, vielleicht wird es hier wieder so ein Sekundenpoker. Ja, ich denke schon. Zum Schluss wird es vielleicht auch so über die Bonussekunden gehen. Und ja, schauen wir mal, wie es jetzt in den nächsten Tagen dann läuft. Du wirst das Team hinter dir haben oder habt ihr bei Bora hier mehrere Eisen im Feuer? Ja, ich denke, wir haben gezeigt heute, dass wir mehrere Eisen im Feuer haben. Und Maxi ist auch einen starken Prolog gefahren. Danny ist einen starken Prolog gefahren und Marco Haller auch. Also ja, schauen wir mal. Also, wir können ein paar Karten spielen. Danke.